Hallo und herzlich willkommen zu eurem Extended Gaming Arm. Erstmal vorab eine kleine Zwischeninfo. Ich habe einen neuen Monitor und musste die Grafikeinstellung etwas anders einstellen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem wie gewohnt im Vollbild schauen, ohne irgendwelche Ränder. Wir versuchen jetzt einfach mal, wenn es diesmal wirklich nicht klappen sollte, dann werde ich in den nächsten Videos auf jeden Fall irgendwie versuchen, die Grafikeinstellung wieder hinzubiegen. Wir haben die Grafik jetzt übrigens auf ganz hoch gestellt, weil neue Grafikkarte ist jetzt auch da. Und es ist zwar nur eine Übergangskarte, aber auf jeden Fall schon mal für dieses Spiel besser. So, dann wollen wir mal weitermachen, weil wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Erstmal wieder sehr, sehr geile Musik. Könnten mir ja mal ein kleines Feedback da lassen, ob die Bildschirmauflösung für euch okay ist. Wo muss ich denn hier lang? Weil da kann ich ja nicht hoch. Doch da, aber wie komme ich denn da hin? Hier komme ich ja auch nicht dahin. Direkt ist es wieder knifflig. Ah, so vielleicht. Hat mir jetzt an sich nicht viel gebracht, ne? Komme ich denn dahin? Von da, das heißt hier. Okay, ich bin etwas irritiert gerade, weil von hier schauen ist. Ach, Moment mal. Ah! So kommen wir auf jeden Fall schon mal da rein. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir oben an die Stange dran? Habe ich hier eine Wall ran? Und zack! Ja, hat doch funktioniert. Ah, blöd gelaufen. Jetzt kriege ich es wieder nicht hin. Typisch. Aber so geht's ja auch, also. So, jetzt sind wir drüben. Weiter geht's. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich kann heute leider nicht so laut reden. Wow, war das knapp. Gut, aber die Tür ist offen. Shit! Fordert Verstärkung an, jetzt! Explosion auf ihn! Los, los, los! Offen! Über die Knarre, du Wichser! Okay, ja, dumm gelaufen, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
irgendwie muss ich da anders vorgehen. Hauptsache ich komme da durch. Mist! Direkt die nächste Knarre gesichert. Und jetzt haben wir uns ja richtige Munition gesichert hier. Das davor waren ja alles nur Witze. Wo soll ich lang? Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Das Gewehr lassen wir am besten mal im Anschlag. Ja, du sollst es doch behalten. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Auflösung alles in Ordnung ist. Ich kann es ja jetzt nicht abschätzen. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors in der Flucht verholfen hat. Oh mein Gott. Gute Arbeit. Durchsuchen. Wow. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Okay. Er ist also doch auf unserer Seite. Komm, Kumpel, gib mir die Waffe einfach her. Brauchst auch gar nicht auf mich zu zielen. Ich mach's kurz und schmerzlos. Okay, das ist wieder so ein typischer Fall. Angriff! Oh, da ruckelt es gerade. Und an der Wand lang hier hoch. Bewegung, Bewegung! So, Kumpel, du verabschiedest dich jetzt schon mal von deinem Gewehr. Fast alle tot. Ab in den Fahrstuhl. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Gewehr mit. Los, los, los! Zack. Wow, also die Folge nimmt natürlich jetzt wieder eine Wendung. Ich dachte eigentlich, der Polizist wäre jetzt gegen uns, aber es hat sich anders herausgestellt. Willkommen in der Scherbe. Dieses monumentale Gebäude wurde 2012 von dem renommierten Architekten J.C. Thomas entworfen.
Es hat über 100 Stockwerke mit Geschäften und Wohneinheiten, darunter auch die berufsvolle Bürgermeister Callahan. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken 90 bis 110 nicht gestattet. In unserem Souvenirgeschäft erhalten Sie jedoch Panoramabilder sowie T-Shirts und eine große Auswahl an fettfreien Snacks und Erfrischungsgetränken. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Vielen Dank für Ihre Besuch. Ja. Schade. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Hey, hören Sie mich? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Okay. Keine Spur von ihr. Suchen Sie weiter. Aufnahmen. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen... Ah, shit. Ich dachte, ich könnte darüber springen. Da ist wieder diese Musik. Okay. Ich komme irgendwie gerade überhaupt nicht an diese blöde Stange ran. Das Problem ist, ich kriege nicht genug Anschub. Ah. Gut, das macht natürlich Sinn. Das hat ja Sinn gemacht. Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, ist auch lustig. Where is November, okay? Ah, cool, ein Koffer. Okay, wo ist der Weg? Thank you.
Ah, wahrscheinlich hier, weil hier kommen wir auch ohne irgendwelche Stunts dran. Jetzt sehe ich Sie. Mein Scharfschützenteam überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Boah, ich dachte schon, das wäre ein Elektrozaun. Das Leben wieder heilen lassen. So. Okay, wie komme ich darüber? Und schon wieder Sniper-Action hier. Ach Mist, ich wollte ihn eigentlich entwaffnen, aber auf der Treppe ging das gerade irgendwie nicht. Diesmal machen wir das ein bisschen schneller, ne? Heilen, ne? Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Also bevor ich wieder zuschlage, hat er mich schon bewusstlos gehauen. Nicht gerade das Realistische, was ich hier gesehen habe, wenn man bedenkt, was so eine Barrette wiegt, ne? So, jetzt aber. Gib sie her!
So, Kumpel, diesmal näher ich mich nicht. Und ausgeschaltet ist er. Schneller, 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 schneller. Da ist noch einer. Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Verdammt! Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen. So, liebe Zuschauer, auch wenn die Überwachung der ganzen Stadt vor uns liegt, müssen wir leider an dieser Stelle diese Folge schon wieder beenden. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, die Videoqualität ist trotzdem gut. Das war euer Extended Gaming. Tschüss, bis zur nächsten Folge Mirror's Edge.